Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi- und High-End-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi-Studio in Karlsruhe. Im Rahmen unseres Online-Shops für Plattenspieler und analoges Zubehör phono.de würde ich Ihnen heute gerne den Transrotor Z1 mit dem Tonabnehmer Lyra Delos vorstellen. Viel Spaß! Heute haben wir eine besondere Kombination für Sie zusammengestellt, nämlich den jetzt schon legendären Transrotor Z1 bestückt mit dem Lyra Delos MC-Tonabnehmer. Rein historisch haben die beiden ähnliche Wurzeln, zumindest von der Zeit her. Schon seit den 70er Jahren gibt es fantastische Transrotor-Laufwerke aller Arten, hauptsächlich Masse-Laufwerke, viel poliertes Aluminium, viele tolle Ideen, die von dort kamen, inklusive dem Magnetlager, was Transrotor auf den Markt gebracht hat und viele andere Feinheiten. Bei Lyra ist es ähnlich, um eine kleine Entwicklermannschaft, führend von Jonathan Carr, ist aus diese kleine Firma aus Japan in der Lage, ganz, ganz erstaunlich hervorragende Tonabnehmer zu entwickeln, unter anderem auch für andere Hersteller wie Lin, sehr, sehr legendär mit dem Arkiv, Akiva und so weiter. Und hier eben eins der neuesten Derivate, nämlich dem Delos. Die fangen wir vielleicht mal an mit dem Laufwerk. Der Z1 ist ein Masselaufwerk, also eine komplette starre, steife und schwere Konstruktion, die somit auch allen Schwingungen, Einflüssen und Resonanzen entgegenwirken möchte. Man sieht die Lagerung auf den drei höhenverstellbaren Füßen, die in diesen Buchsen gelagert sind. Sieht man hier auch noch mal im Detail. Man kann das Ganze damit sehr, sehr gut in der Höhe einpegeln. Das Lager, man sieht hier noch mal, wie der Teller aufgesetzt wird. Der Teller alleine wiegt 10 Kilo und ist aus dem Vollen gefräst und der sitzt auf einem Lagerblock, der alleine 4 Kilo wiegt. Das ist also wirklich unverrückbar, das Ganze. Wenn die Platte abgespielt wird, ist im Lieferumfang der Plattenbeschwerer mit enthalten, der dafür sorgt, dass die Platte immer eben zur Telleroberfläche liegt. Der Antrieb von dem ganzen Gerät ist auch in einem kompletten Aluminiumblock gelagert und es gibt einem hier im Detail schön zu sehen präzisionsgefrästes Pulley, was den rundgeschliffenen Präzisionsriemen hier antreibt, der den Teller in Bewegung setzt. Der 22 Kilo schwere Z1 ruht ja dann auf dieser Acrylplatte, wo noch ein bisschen Dämpfung mit ins Spiel kommt. Das heißt, es ist nicht so wie beim Fatbob oder anderen Transrotorlaufwerken. Hier ist noch ein bisschen Acryl mit drin, was auch für besondere Klangeigenschaften sorgt. Sehr schön ist, dass ich als Besitzer eines Z1 offen bin in den Aufrüstungen. Wir haben eine sehr aufwendige Armbasis hier hinten, die man hier auch nochmal im Detail sieht. Da lassen sich natürlich verschiedene Tonarme dran befestigen. Hier haben wir ja jetzt den STR 800 Tonarm drauf, auf Jelko-Basis, ein wirklich hervorragender Arm in der Standardbestückung, aber es gibt alle Armbasen für alle möglichen Arme, die hier toll Zugang finden. Ich kann das Magnetlager, von vorhin erwähnt, schon nachrüsten. Es gibt eine spezielle Aufstellbasis. Ich kann einen zweiten Motor installieren, der dann auf einer separaten Basis steht. Und eine sehr sinnvolle Aufrüstung ist auf jeden Fall das Netzteil. Hier im Bild jetzt mal das M1 Reference, was an unser Gerät angeschlossen ist. Wir haben ja hier einen Doppelsynchronmotor und wenn der extern versorgt wird, habe ich den Vorteil, ich kann 33 und 45 Umdrehungen elektronisch umschalten und da kommt noch viel, viel mehr Ruhe in den Lauf, was im Klang eine bessere Abbildung, bessere Sauberkeit, weniger Verzerrung bedeutet. Wenn wir jetzt eine Platte auflegen wollen, wofür der Plattenspieler ja schließlich gemacht ist, fangen wir am besten damit an, den Nadelschutz abzunehmen. Der ist beim Lyra Delos mit im Lieferumfang, weil wir haben einen offenen Buddy, da empfiehlt sich schon so ein Nadelschutz. Dann schalten wir in dem Fall hier in unserem externen M1 Reference Netzteil den Saft an und dann dreht der Z1 los. Dann fehlt uns noch die Schallplatte, die wunderbare RCA-Pressung hier von Stokowski, ungarische Rhapsodien, legen wir hier auf, machen das Beschwerungsgewicht drauf und schon kann es losgehen. Schön mit dem ölbedämpften Lift lassen wir dann den Tonabnehmer auf die Platte und schon bezaubert uns der Transrotor mit seinem fantastischen Klang. Fangen wir mal
nochmal an mit der Technik. Wir haben hier den Transrotor STR 800 Tonarm montiert. Der ist auf Basis von einem Jelco. Das ist ein klassischer 9 Zoll Radial-Tonarm, S-förmig ausgelegt. Sehr, sehr schön konstruierter Tonarm, der hier in der Basisversion montiert wird. Abnehmbar ist die Headshell, die einen SME-Bajonettverschluss hat. Sieht man hier nochmal, das hat den Vorteil, dass ich den Tonabnehmer außerhalb des Gerätes einbauen kann, sehr sorgfältig, und kann vor allen Dingen später auch noch alle Parameter wie den seitlichen Azimut und so weiter direkt vorne an der Headshell einstellen. Der Arm ist natürlich auch höhenverstellbar, hat eben diesen ölbedämpften Lift, Gewicht, Anti-Skating und so weiter, und ist für die meisten Tonabnehmer gut geeignet. Der Arm gehört zu den mittelschweren, passt damit auch gut zu unserem Lyra Delos, was hier eingebaut ist. Ein ganz besonderer Tonabnehmer, wie ich das vorhin schon erwähnte, wird in sehr, sehr geringer Stückzahl in einer kleinen Manufaktur hergestellt und hat ganz, ganz besondere Klangeigenschaften, die enorm Spaß machen. Was daher rührt, dass hier einige Sachen mit eingeflossen sind, was man ja zum Beispiel schon sieht, der Delos besteht aus einem Aluminiumkörper, der aus dem Vollen gefräst ist und hat kein weiteres Umgehäuse. Das heißt, man hat einen freien Blick hier auf die Nadel, den Nadelträger, und über dem Generator hinten ist dieser Staubschutz angeklebt und die Trägerplatte eben für die Kontakte. Die Geheimnisse des Delos liegen im Inneren. Der Generator hat einen Ringmagneten um die Spulen und macht 0,6 Millivolt Ausgangsspannung, ist also schon für ein MC-System relativ laut. Das heißt, es stellt die Phonophorstufe auch nicht vor unmögliche Herausforderungen, was das Grundrauschen angeht. Wir haben einen Boron-Nadelträger, auf dem eine Namiki Micro-Rich Line-Contact-Nadel nackt aufgebracht ist, also direkt in den Nadelträger eingeklebt. Und ganz herausragend beim Delos ist die gesamte Konstruktion der Nadelaufhängung. Wenn man das hier sich im Detail anguckt, im Zustand der Nichtbelastung, also wenn das System einfach so ist, sehe ich, dass der Nadelträger nicht ganz gerade aus seiner Zentrierung kommt, sondern etwas weiter nach unten herausschaut. Das liegt daran, weil wir hier innen in der Dämpfung, in der Aufhängung eine asymmetrische, also eine unsymmetrische Aufhängung haben, die dafür sorgt, dass erst, wenn das Auflagegewicht anliegt, die Nadel genau gerade in der Zentrierung sitzt und damit auch hinten in ihrem Feld, um die Spannung zu induzieren. Der Delos arbeitet mit einer geringen Auflagekraft, so zwischen 1,7 und 1,8 Gramm, und entzündet damit dann aber ein wahres Klangfeuerwerk. Der Z1 wird mit diesem äußerst hochwertigen Tonarmkabel geliefert und ist damit auch spielfertig. Mit dem Z1 ist Transrotor ein Riesenwurf gelungen. Er bedeutet einerseits den Einstieg in die Transrotor-Welt, die ja nach oben, wie man weiß, keine Grenzen kennt. Denkt man zum Beispiel an den Artus, ein Monument von Plattenspieler, habe ich doch hier auch schon einige Teile davon auf den Tisch. Und gerade in Kombination mit dem Delos, was die ganze Maschine richtig durchatmen lässt und wirklich emotional einen packenden Klang erzeugt, bedeutet der Z1 in der Kombination wirklich den Einstieg in den siebten Analoghimmel. Ja, liebe Hi-Fi und insbesondere Analogfreunde, das war es auch schon für heute mit unserem Transrotor Z1 und dem Lyra Delos. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht und Sie sind auch das nächste Mal dabei, wenn wir hier einen High-End-Plattenspieler vorstellen. Tschüss!